Da bin ich wieder. Da sind wir wieder mit einer der für mich heute letzten Folge Mindtest. Und damit auch für euch erstmal wieder für eine Weile. Ja. Genau. Ja. Genau. Was? Achso, ja. Da. Also du und let's go. Vollbild. Und übergib ihm. Diese Menümusik, die ist immer total so viel am Platz, ne? So. Genau, wir wollten endlich mal hier die Dinger hier bauen. Die Dinger hier. So und so. Ein bisschen Holz haben wir auch wieder. Wir brauchten 12 Stück, ne? Eichenzaun Tor ist falsch. Wir brauchen die Normalzäune. 1, 2, 3, 4. Das passt perfekt. So, let's go. Das heißt, genau, was wir da rein machen, müssen wir uns auch mal überlegen. Da habe ich immer noch keine gescheite Idee, was ich da optisch am besten hinklatsche. So, und jetzt hier noch. So und so. Das sollte doch, das sieht doch gut aus. Hat man hier, wie gesagt, noch so eine kleine Nische? Kann man irgendwelche Sachen drin verstecken? Oh, weißt du was? Leck mich am Arsch. Holz, du Arsch. Her damit. Dankeschön. Nee, so rum. Dam und dam. Yeah. Jetzt hat man hier so eine kleine Wandgarderobe, Wandschrank oder irgendwie sowas, ne? Gut, die Türen sehen zwar sehr nicht nach Wandschranktüren aus, aber hey. Gibt es noch andere Türen? Ah ja, gibt's. Tatsächlich. Ah, da brauchen wir unsere Fichtenholzplanken. Gut, dann haben wir die Türen jetzt vielleicht umsonst gebaut. Geil. Bin ich riesen Fan von. Eichenholz haben wir zum Glück. Eichenholz haben wir. Ne, haben wir nicht dabei. Eichenholz, wo bist du? Eichenholz. Ne, Fichtenholz ist falsch. Was? Fichtenholz? Doch, Fichtenholz. Okay, never mind. Dann ist ja alles gut. So. Brauchen wir 8 Stück? Na, nee, brauchen wir nur 6 Stück. Bleibt also wieder. Ja, wow. Hiervon bleiben 2 übrig, davon bleibt eine übrig. Ist ja wieder genau perfekt zu viel. Die Textur hier ist falsch rum. Ach nö, ne? What the fuck? Like, what the fuck is? What the? What the f... Nö. Nee, ne? Ja, stimmt, bei der fällt es gar nicht auf. Wahrscheinlich ist es... Ja, guck mal, hier oben bei der Ecke. Hier die linke Ecke ist dunkel und die rechte Ecke ist hell. Bei der ist es genauso. Das heißt, die Textur der Tür dreht sich gar nicht. Auch wenn sich die Funktion spiegelt, spiegelt sich die Textur nicht. Nur bei den Türen fällt es nicht auf. Bei den Türen aber schon. Das ist ja die... Guck, die Tür dreht sich um den Henkel. Ernsthaft jetzt? Auch hier, guck mal, da, das ist hier dieser Stahlding und hier ist das Scharnier. Das Ding, das Scharnier dreht sich rum. Das macht so halt überhaupt keinen Sinn. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das noch niemandem aufgefallen ist. Oder ist das jetzt erst seit Minecraft 5 so? Aber auch Minecraft 5 nutzen doch schon viele, oder? Oder ist Minecraft 5 noch so neu? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, müssen wir doch die anderen Türen benutzen. Weil das wäre optisch halt zu scheiße. Sorry, aber ne.
Kannst du mal deine Mutter mudern. So, passt. Leck mich. Ist das scheiße oder was? Nein. Naja, was soll's. So, Türen. Hatte ich dich noch ein. Eine Tür? Ja, genau, eine habe ich noch. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja. So, hallo. Meine Maus schon wieder verstellt? Nö. Diesmal war ich schuld. Wisst ihr, du könntest eigentlich auch einfach hier die beiden Türen nehmen und tada! Wow! Die sinnlosesten Türen der Welt. Aber sie sehen schön aus. Ja, das ist ja echt, das ist ja wow. Das ist so behindert gelaufen, das kann nur gewollt sein. Also, da kann mir keiner erzählen, dass, keine Ahnung. So, hier kommt nichts rein. Hier kommt. In einem Holzhaus? Bestimmt eine geile Idee. Eieieiei. Du, da und da. Wir haben schon 15 normale Äpfel. Wenn man mal bedenkt, wie viele Bäume wir schon gefällt haben, ist das halt nix. Ja, so ungefähr gar nix. Das ist halt schon echt traurig. Aber egal. Wir haben jetzt ganz viele Wassermelonen. Wir sollten mal wieder ins Bett gehen hier. Die können wir mal nämlich ein paar Wassermelonen ernten. Und dann haben wir ganz, ganz viele Wassermelonen. Und die Dinger, die wachsen halt so schnell nach. Das ist abartig, ist das, ja? Abartig. Weißt du was? Ich nehme mal kurz meine Hoe mit. Dann pflanzen wir die Wassermelone gleich mal um. Weil dass sie da so kreuz und quer wachsen, das gefällt mir gar nicht. Das sieht ja aus wie behindert. Also, hier spawnen wirklich jetzt andauernd so ein Vieh. Was denn los? Warum spawnt das hier vorne? Spawnt immer so ein Kackviech jetzt. Na super. Geil. Da gefreut mir aber. Ja, die werden jetzt leider alle sterben hier. Die kriegen wir leider nicht zurück. Okay, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit doch. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Können wir hier die Hau überall anlegen? Hier hinten wahrscheinlich nicht, ne? Das bleibt trocken. Ah, war klar. Das hier müsste aber feucht werden, ne? Das hat ja 1, 2, 3. 1, 2. Genau, das hat hier ist Wasser. Das müsste also nass werden. Oder bin ich einfach dumm und die werden. Jetzt fällt mir langsam hier alles. Mal gucken, wer nass wird. Ah, doch, ein paar werden nass. Aber guck mal, hier hinten auch. Aber dann müsste doch der hier auch nass werden, oder? Weil, wenn die hier nass werden, dann heißt es, dass das Wasser innerhalb der nächsten drei sein muss. Ah, das hier. Aber in der Reichweite von drei ist der doch auch. Ja? Hat hier 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3. Und da ist Wasser. Warum wird der nicht nass? Oder der braucht halt einfach ewig. Der kann durchfallen. Der kann tatsächlich Pech haben. Und wie sieht's hier aus? 1, 2, 3. Hier könnten die. Ah, nee, guck mal, der wird auch nass. Haben die denn eine Reichweite von 4? Ja, guck mal, die haben eine Reichweite von 4. Wow, wenn die hier also alle nass. Cool. Und ich habe mir vor Angst schon fast nass gemacht. Jo, da kommt der ganze Schwanz hier wieder weg hier. Und so. Dann mache ich hier vorne erstmal kein Kienfeld mehr hin. So, das normale Feld mache ich dann hier hinten irgendwo lang. Und hier vorne mache ich nur Melonen. Weil es auch irgendwie dämlich ist, direkt vor dem Haus ein Feld zu haben. Ich weiß ja nicht.
Ich glaube, ich sollte mal lieber hier ein bisschen terraformen, ein bisschen glatt machen, glatt ziehen und dann einfach hier irgendwo eine Wasserstraße lang ziehen und dann hier Felder bauen. So richtig Felder bauen, ne? Schön mit Umzäunung und dies und das und Ananas. Weil hier so direkt vorm Haus ist halt auch so semi-geil. Vor allem dadurch, dass das jetzt hier so leicht runter geht, sieht man, dass hier drunter einfach nur Erde ist. Und das ist ja mal noch beschissener. Das geht ja mal gar nicht. Gut, nee, stimmt gar nicht. Sobald ich die Dinger raufpflanze, werden daraus ja bald wieder normale Grasblöcke, ne? Okay, komm, ganz ehrlich. Selbst wenn es nicht auf Dauer so bleibt, mache ich es jetzt erstmal so. Achso, haben wir noch Saplings davon in der Schublade? Bevor ich jetzt so zu viele mache. Und dann wieder welche unnötig einlagern muss. Ja, wir haben noch drei. Kann ich nämlich genau so viele machen, wie wir brauchen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sagt er, 10 will er noch. Ja, 10 kriegt er noch. Boom, Headshot, Killing Screen. Passt doch. Okay, jetzt können die wachsen, wie die fröhlich sind. Und dann leckt mir alle am Arsch. Haben wir noch ein paar Zäune? Die haben wir nicht. Ich baue mir mal gerade noch ein paar Zäune. Ich habe da eine Idee. Zäune. Brauche ich Holz? Ne, wir haben keine Zäune mehr. Das ist natürlich sehr schade. Jammerschade. Total behinderte Dreckskacke. So, das ist gerade hier zu wenig Holz. Ich nehme jetzt mal hier noch so ein Holz mit. Nee, das reicht. Nee, das reicht nicht. Oder? Nee, das reicht nicht. Ah, wie ist das jetzt bitte? So, badam, 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 badam. So. Dankeschön. Mal gucken, wie das optisch aussieht. Wenn ich jetzt hier quasi als Feldbegrenzung sowas mache. Doch, das sieht gut aus, ne? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da mache ich hier noch genau das Gleiche hin. Und voilà. Jetzt können die Melonen nämlich nur noch nach vorne wachsen. Und das ist auch optisch eine Abgrenzung quasi von dem Feld, ne? Doch, das ist geil. Das gefällt mir. So kann man das machen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht endgültig sein. Wir werden später irgendwann mal da alles terraformen. Wir werden alles platt machen und dann alles da riesige Mega-Factory hinbauen. Eine Giga-Factory. Ja? Da werden wir wieder Batterien produzieren und werden uns dann Tesla nennen. So. So nehme ich doch nicht anders. Weg mit dir aus den Sonnenblumen. Bio braucht keine Sau. So, jetzt die Frage, was machen wir hier raus? Was machen wir mit diesen grünen Streifen? Machen wir da Stein hin? Also einen anderen Stein als dieses, was wir so schon haben? Oder machen wir. Ich hätte da schon gerne eine Art Akzent, aber Holz? Nee. Macht keinen Sinn. Wir müssen auch noch gucken, was wir hier von der Decke herabhängen hängen lassen, ne? Da will ich auch noch eine richtige Decke drin haben. Also eine Slab-Reihe, die aus, weiß nicht, zum Beispiel Stein besteht oder irgendwie sowas. Oder dunklerem Holz oder anderem Material, ne? Ist ja noch eine Menge übrig als Auswahl. Aber hier hätte ich halt auch gerne irgendwas, was einen Akzent gibt. Wie gesagt, hier kommen später sowieso noch Wände rein. Man sieht es ja bloß bei der Tür. Von daher, vielleicht mache ich dann doch wirklich einfach nur Stein rein. Wir ziehen auf jeden Fall schon mal die Wände rein, ganz ehrlich. So, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind und überlegen, dann ziehen wir gleich mal die Wände rein. Dann weiß ich wenigstens gleich, wie das Ganze ungefähr aussieht, aussehen soll. Die Frage ist bei der Küche. Machen wir da überhaupt Türen rein oder lassen wir das offen? Also als offenen Durchgang, meine ich jetzt. Hallo? Da. Guck ich da rein? Nee.
Ich glaube, wir lassen das tatsächlich als offenen Durchgang. Nee, so breit hätte ich das. Also, ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir jetzt hier die Reihe nochmal wegmachen oder hier eine Reihe hinmachen. Aber ich glaube, wir machen lieber eine Reihe hin. Das sieht optisch. Ja, doch, sieht optisch besser aus. So, gucken wir mal von der Höhe her. Danke. Ja, so ist in Ordnung. Noch flacher will ich das Ganze nicht machen. Aber so ist in Ordnung. Tja, dann ja, mache ich hier einfach doch tatsächlich einfach Clean Stone rein, ganz ehrlich. Also hier diesen den Stein hier. Stein. Haben wir davon noch welchen? Alter, ich habe immer keinen Plan, wo hier eigentlich was ist. oder wir machen mal gucken, das sieht ja auch relativ hell aus. Ja, das passt doch perfekt. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass Diorite einen Sinn hat. Aber, there we go. So, hier ist jetzt die Treppe direkt am Rand. Das heißt, hier macht keinen Sinn. Von daher würde ich das hier vielleicht tatsächlich sogar fast offen lassen. Da muss natürlich trotzdem das Zeug hier weg. So, Wetten mit so viel sieht schon wieder behindert aus. Ja, geht so. Nö, doch, sieht gut aus. Die Frage ist, wollen wir es wirklich hier so offen lassen? Ich guck mal, ich probiere mal nur mal ganz kurz was. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich jetzt hier. Hier das. Ich habe kein Holz mehr. Wenn ich jetzt hier das so runter mache und dann hier zwei Reihen nach unten gehe. So ungefähr. Ja, doch, das könnte schon eher was werden. Noch eins runter gehen, dann ist es wieder zu tief. Dann sieht es zu flach aus im Vergleich zur Breite. So ist das schon ganz in Ordnung. Ja, so ist das gut. So, dann mal hier die erste Fackel einsammeln. Stockert hier gerade. Guck mal, hier, ich stockert. What the fuck? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt. Hä? Nö, jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Nö, sieht alles gut aus. Oh, wer weiß. So, genau. Fackeln. Wo setzen wir jetzt die Fackeln hin? Ich würde die tatsächlich einfach. Wollen wir hier so Kronleuchter ranhängen? Ich meine, später, wenn wir hier eine Decke reinhängen haben, dann würde ich wahrscheinlich sowieso. Ach nee, in Minecraft gibt es ja nur diesen Glowstone. Und der sieht kacke aus. Ne? Also Glowstone, das sieht halt optisch scheiße einfach aus. Und irgendeinen anderen Leuchtestein gibt es ja nicht. Oder? Gibt es ja mittlerweile irgendwas. Na gut, ich meine, müssen wir erstmal finden. Hallo, danke. Von daher. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal tatsächlich hier einfach zwei Fackeln rein. So ungefähr. Damit man überhaupt was sieht. Ja, doch, reicht. So, und dann können wir hier ungefähr so. Ja, ist es hier ein bisschen asymmetrisch, aber es ist ja durch die Treppe sowieso. Von daher straff geschissen. Ich überlege nur gerade, ob ich es hier wirklich offen lassen möchte oder ob ich hier nicht doch irgendwie eine Tür einsetze. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Fackeln. Weil es ansonsten hier drinnen zu dunkel wird. Das heißt, wir werden mal hier auch noch so zwei Fackeln hinsetzen. Bam. Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Licht. Zu viel des Guten.
Ja, die bei denen sehen scheiße aus. Weg damit. Die bei der auch. Weg damit. So, die hänge ich mal ein bisschen weiter auseinander. Ungefähr so hier. Und schon sieht das Ganze doch etwas annehmlicher aus. Dann kann ich nämlich hier auch noch zwei hinsetzen. So und so. Und schon sieht es auch, ja, auch das sieht wesentlich besser aus. Ja, ja, so sieht es besser aus. Viel besser. Unglaublich viel besser. Oh mein Gott, sieht das gut aus. So, mach ich da hinten noch mal hin. Bam, bam. Macht keinen Sinn, ne? Ne, macht keinen Sinn. Lagerraum muss dunkel sein. Ey, siehst du? Aber es ist immer schon kuschelig dunkel. Sind wir hier ein auf Harry Potter, der in so einem Wandschrank schläft. Gott damn it. Jetzt muss es nur noch dunkel werden, damit wir unseren Schlafpunkt setzen können. So, hier wächst alles sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Bin ich voll mit zufrieden, mein Herr. Was wollen Sie denn hier? Der Mann in Schwarz. Der Mann in Black. Und Creeper in Sicht. Creeper. Creeper. Creepy, 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 creepy. Creepy, creepy, creepy. Alter, das ist so Zungenbrecher. Nö. Kein Creeper da. So. Jetzt muss ich aber erstmal echt warten, bis es dunkel ist, damit ich den neuen Spawnpunkt setzen kann. Sonst, wenn sie sterben, heißt es, das Bett ist zerstört worden und ich spawne irgendwo in der Walachei. Ja, dann ist alles vorbei. Und wir müssen jetzt hier noch eine Decke reinziehen. Das heißt folgendes: Wir brauchen nochmal Dschungelholz. Dschungelholz hatten wir noch ein bisschen, ne? Ne, hatten wir nicht. Eine Katastrophe. Ich glaube, es wird dunkel. Und ich glaube, 32 waren viel zu viel. Bin ich dumm oder was? So, 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 so. Ja, so ist in Ordnung. Dann mache ich hier vielleicht auch noch Geländer rauf. Momentchen mal. Genau, ich muss ja sowieso noch ein Geländer drauf machen. Ich muss hier ein Geländer und dann auch hier, damit man hier nicht reinfällt. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Holy moly, es geht ja ab auf die Achterbahn. Hier ist es dunkel. Yeah. So, wir brauchen Holz haben wir, Stöcke haben wir. Okay, let's go. Ja, ja, ja. Was ist gut, was ist das? So, da haben wir, ja, 12 Stück, natürlich. Wollen wir an manchen Stellen Ding 2 hochbauen? Ne, sieht scheiße aus. Danke, 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 danke. Wir können natürlich auch noch hier einen hinsetzen. Das sieht optisch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht gut aus. So. Haben wir noch einen übrig. Den wir die Holzkiste packen können. Sehr geil. So, 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 so. Sand kommt hier rein. Oh, wir haben Wassermelonen. Guckt euch das an, Alter, Wassermelonen. Wo sind die Wassermelonen? Da. Boom. Ja, nee, Essen soll eigentlich hier unten sein. Das kommt alles nach hier unten. Das hat da oben alles gar nichts zu suchen. Du auch. Was ist denn schon wieder los hier? Eine Unordnung. Apropos, I need my food. So. Nicey dicey. Yeah. Mother of God. Ich bin's, Harry Potter. So, sehr geil. Bin ich ja echt ein bisschen zufrieden. Was könnten wir für die Decken benutzen? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so wirklich eine Ahnung, was sich farblich vor allen Dingen hiervon einfach auch hier so Stein machen würde. Das Ganze würde dem nicht gerecht werden.
Ich könnte eine Decke aus Gravel bauen. Das macht voll Sinn. Ja, wenn ich jetzt hier so Gravel ranbaue, ich meine, guckt euch das an. Wie geil das aussehen würde. Ne? Wenn ich jetzt angenommen hier da so, ne, und dann da so, und da so. Ne? Das würde halt voll cool aussehen. Ich meine, guckt euch das an. Ich glaube, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ah, wei. Siehst du, geht eigentlich noch dieser Trick hier mit diesen Dingern? Ja, tatsächlich. Lol. Oh mein Gott, it never ends. Oh mein Gott, it never ends. Oh, man kriegt da, oh, ja gut. Man kriegt damit jetzt auch ganz viel von diesem, lach schon. Wer ist das Zeug? Feuerstein, genau. Warum haben wir so viele Feuersteine? Was denn da passiert? Achso, ja klar, also wir haben ja schon eine ganze Menge Gravel abgebaut. Und beim Abbau von Gravel kriegt man ja auch sowas. Ja, wir haben schon viel Zeugs. Nice. Alter, wir haben 5 Stacks. Ne, nur 4. 1, 2, 3, 4, genau. Das ist ja bloß, das ist ja nicht mal ein halber Stack. Genau, wir haben 4 ganze Stacks und dann halt noch einen halben. Oh mein Gott. Das ist ja echt heftig. Nice. So, hier ist auch mittlerweile wieder einigermaßen kunterbunt aus. Okay. Ja, dann bin ich noch mit dem Haus, mit dem Zustand erstmal so zufrieden. Die Aussicht mit dem Dach da oben drauf. Ja gut, wie gesagt, die Aussicht wird dann noch ein bisschen, ne, durch das herabhängende Dach, durch diesen Slab, der da hinzukommt. Wobei, so sehr dürfte das die Aussicht, eigentlich dürfte die Aussicht gar nicht weiter einschränken. Ist ja bloß ein Slab. Von daher kann man die Aussicht so schon echt als. Vielleicht mache ich einfach die Slabs auch aus hier Air Dschungelwood. Na gut, ich werde mir jetzt unschlüssig und vor allen Dingen werde ich es mir sowieso nicht merken. Von daher höre ich an der Stelle mal auf zu denken. Unser Haus ist soweit schon mal ganz in Ordnung. Na, ich werde aber sicherheitshalber werde ich hier das Ding mal abdichten, damit da keine. Also eigentlich dürften hier auf dem Dach keine Monster spawnen oder ähnliches. Aber ich werde einfach mal hier zumachen. Solange wie das hier noch eine Baustelle ist, offiziell. Ja. So. Voilà. Bam. Perfekt. Und dann sollte das mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Da mache ich für heute erstmal Feierabend. Und ja, ab morgen werde ich dann aber wieder. Wahrscheinlich ETS 2 aufnehmen, also Euro Truck Simulator 2 aufnehmen. Das wird Sinn machen. Und dann werden wir mal gucken, wenn ich hier wieder mit meinem Test weitermache, mit dem Test Let's Play. Auch wenn es für ein Test Let's Play mittlerweile ganz schön viele Folgen sind. ja, mal gucken. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wenn wir weitermachen mit dem Test Let's Play, dann gucken wir mal, was wir mit dem Dach machen. Und dann werden wir natürlich unten auch mal bei Z anfangen mit der zweiten Etage. Also mit dem Glas, dem ganzen Glas vorbereiten und also Glas einschmelzen. Und dies und das und Ananas. Aber wie gesagt, das alles in der nächsten Folge. Wenn ich dran denke. Wenn nicht, gehen wir wieder auf irgendeine Höhlenmission für 4 Folgen. Wobei es ja bloß 3 Folgen waren. Und verlaufen uns dann wieder. Beim Suchen nach dem Dschungel. Whatever. Irgendwas werden wir schon verkacken. So, wo habe ich jetzt noch eine schöne Aussicht? Ich habe doch hier eine schöne Aussicht, ne? Ja, nee, die Aussicht von hier aus ist schöner. Bam. So, das ist doch perfekter Ort zum Feierabend machen. Sehr krass. Sehr korrekt. Perfektomato. Ich habe Tomato auf der Oge. So, dann würde ich mal sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. 8 Folgen. Damit habe ich für heute Feierabend. Jo.
Genau. Und dann sehen wir uns irgendwann mal wahrscheinlich mit wahrscheinlich wieder Feierabend. Tschüss, aus Ende. Bye.